Jullie gaan dat. Oké. Kom maar. Läuft dat Zeugs? Ja, es läuft. Ton ist... hervorragend. Ton ist hervorragend von dem Neumann-Mikrofon. Von dem Rode-Mikrofon. Okay. Aber du sitzt. Ja, aber Leffi, ich kann stoppen, zwischen ihnen mal auf. Aber ist ja gleich. Aber der hast beide, läuft das Mikrofon und das da. Ja, das okay, läuft gut. Also. Kann man sich jetzt auch sitzen? Nein, du kannst auch kurz gut. Also ich kann deine Sendung nicht, oder? Also das heisst, es geht um Christians Sendung. Gut. Freue mich. Und Jingle und so? Der kommt. Ja, also auf Spotify kein Jingle. Great. Das ist auch Spotify. Im Gegensatz zum Juggerman auf Spotify. Gary und Gäste. Gary und Gäste kommt tatsächlich aus der Sommerpause zurück. Alle haben gedacht, es wird die Sendung nicht mehr geben, aber sie gibt sie trotzdem noch. Wir machen es trotzdem noch. Sie gibt sie noch. Gary und Gäste, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe. Herzlich willkommen, Christian J. Jenny. Guten Abend oder guten Morgen. Ich weiss nicht, wann die Sendung kommt. Das ist 24 Stunden. Die kommt 40 Stunden aus dem Internet. Also es okay. Es kommt davon, in St. Moritz stellt es, glaube ich, nein. Ja, St. Moritz ist am 7. ist fair. Ja, halb in halb. Wenn sie ja, ist klar. Da kommt die Sendepause. Das Testspiel. Die Leute wissen was das Testspiel ist. Nein, weiss man nicht mehr. Testspiel. Wir haben auch zusammen gearbeitet, gell? Ja, das sind noch die good old golden times. Golden times sind das gewesen. Das war bei Radio Zürich, oder? Ja. Was hast du eigentlich gemacht? Wir haben eine Jugendsendung gemacht, die hat Kurzschluss geheissen. Und das ist für die damalige Zeit sehr revolutionär gewesen. Aber es ist eigentlich aus heutiger Zeit deshalb am Anfang revolutionärste gewesen, weil schon damals war es normal gewesen, dass natürlich Redaktoren, Moderatoren innen und so gewechselt haben die ganze Zeit. Und wir sind immer geblieben. Wir sind relativ konstant dort gewesen. Und dann sind wir halt in diesen Gästelisten und so relativ hoch hochgerutscht, weil wir sind einfach nur die gewesen, die dort waren. Und der Höhepunkt war, wo wir vom König Hussein von Jordanien eine Einladung bekommen haben, aber der Chefredakteur Ruckstuhl nicht. Und der ist ja jetzt verschwunden von der Bildfläche, der Chefredakteur. Ja gut, der ist irgendwo mit den Finken, ich bin an der Fernsehstraße raus. Gibt es nicht mehr, der Chefredakteur Ruckstuhl, der mich seinerzeit mal von der Morgensendung abgeschafft hat. Das ist genial. Ohne, er braucht auch solche, die ausschaffen. Der ohne etwas zu sagen hat er das gemacht. Okay. Und zwar einfach hast du einfach im nächsten Monat den Arbeitsplan bekommen und hast einfach gesehen, du hast keinen Morgen mehr. Okay. Und dann bist du mal ins Büro gegangen und gesagt, ja. Nein, nicht. Der letzte Schweiz, den du gemacht hast, war nicht so lustig. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich bin der Star-Moderator. Ja, du bist der Star-Moderator. Ja, aber ich habe nicht mit dir geredet. Oder? Nein, leider nicht. Aber du bist wirklich ein Star-Moderator. Aber, und eine sehr gute Stimme, mag mich sehr gut erinnern. Aber eine Frage schnell, welcher Witz war das? Der, den du nicht hättest machen sollen. Das ist... Den machen wir jetzt gerade nochmal. Ich kann ja dich nicht abschaffen. Nein, du kannst nicht mehr. Es war irgendwie so ein Witz über Japaner und dort war gerade irgendein Erdbeben vorher und sie haben es nicht so lustig gefunden. Ja. Das ist eben das Problem. Also Ironie, Humor und ja, so. Merke ich jetzt auch bei den Wahlen. Ja, überhaupt über Medien ist etwas, was sehr gefährlich ist, oder? Ja. Und Funktioniert nicht. Nein. Ist aber schade. Ist sehr schade, weil ich glaube, dass gerade Selbstironie ist das Einzige, wo halt noch ein bisschen reflektiert, ja. Oder? Und ich wünschte, dass viel mehr Selbstironie herum wäre, auch bei anderen Politikern, die im Amt sind, oder? Selbstironie? Ja. Du bist aber halt auch irgendwann mal etwas so wie ein Art Politiker dann. Wir dann noch. Ja. Ist er denn politisch dann? Im Prinzip, also wenn du jetzt da Gemeindepräsident wirst von St. Moritz, dann könntest du schon politisch, obwohl du ja neutral bist. Also genau. Parteilos, sagt man. Parteilos. Parteilos, ja. Genau, ja. Das ist es ja. Wir sind ja übrigens da mitten in Zürich in deinem Büro. Man sieht das Chaos. Es ist nicht mein Büro da. Also muss ich jetzt einfach sagen, es ist nicht mein Büro. Es ist dein Büro. Es ist kreative Chaos. Du schaffst da. Das ist das Amt für Ideen, Filiale Altstadt. Da arbeiten normalerweise 4 Leute, aber da wir jetzt außerhalb der Zeiten das da aufzeichnen, weil euer Fernsehsender ja kein Studio mehr zur Verfügung gestellt. Oder? Ich habe in letzter Zeit einige relativ prominente Leute, einem Victor Giacomo, habe ich ein Tonstudio zur Verfügung gestellt, immer in einem Rauchersalon, weil sie ja eben weder bei Radio 24 Platz haben. Also, sind immer die gleichen Arbeitgeber. Merk, Familie Wanner optimiert das. Und ich subventioniere mit dem Amt für Ideen quasi der Familie Wanner ein Studio, oder? Nein, du siehst das falsch. Wir machen Geri bei den Leuten. Aber Geri Müller? Nein, Geri ist gewundert. Okay.
Aber Moment jetzt mal. Christian von vorne Jenny, an. Was ich da immer schon mal wissen wollte. Bitte. Das J, das ist eine Erfindung, oder? Nein, überhaupt nicht. Johannes. Aber und, dann ist es doch ein Künstlername. Nein, es ist also, J-Punkt. Es ist phonetisch und, ausgeschrieben. Eben ein Gag. Weißt du, was ein Gag ist? Johannes. Ja, ja. Hat da irgendwo so ein Ding? Christian Johannes. Also eigentlich bist du der Christian Jenny. Ja, das ist so. Ja. Aber du nennst dich Christian J. Jenny, einfach aus ja. Plausch. Nein, nicht aus Plausch. Es gibt ein paar Doppelgänger. Einer hat eben an der Zürichsee geschafft, der Moderator. Christian Jenny. Ja. Was hat denn der, was macht und dann hat es Christian J. Jenny gegeben. Das ist die Unterscheidung. Ah, darum, wegen Zürichsee ja. Hast du das gemacht? Ah. Du bist eigentlich der Sache sehr näher. Wir haben es erfunden. Ja, genau. Eine Art, oder? Nicht der Roger, sondern ihr. Was macht denn dein Doppelgänger? Ist er auch so erfolgreich wie du? Doppelgänger ist ja mit IT-Technik und sehr glücklich. Ja. Aber ich kann nur über Facebook mit ihm Kontakt leiden. Hast du noch? Und da gibt es nochmal einen von Christian. Von Christian zu Christian. Und da gibt es nochmal einen Christian J. Jenny. Das ist der hat die grösste private Jaguar-Sammlung in Europa. Der wohnt in Talwil. Der heisst Christian Jakob Jenny ist aber 81, oder 81. Lebensjahr. Wir sehen das einmal im Jahr zum Messen, ja, auch wenn wir gleich heissen. Das kennt ihr. Gut, auf dem Level bin ich jetzt noch nicht. Nein, aber er muss natürlich wegen dem J muss er Jaguar anfahren. Okay, oder? Okay. Dann tauscht man sich gegenseitig dann das Auto aus oder so. Was bist du eigentlich? Ich lese, wenn ich mich da informiere, bist du ein 1000-Sassa, ein Multitalent. Was bist du eigentlich? Was ist deine Berufsbezeichnung? Amtsvorsteher. Vom Amt für Ideen? Genau. Okay. Ja. Aha. Das ist echt. Und gut in einer Woche bist du dann Gemeindepräsident. Das ist dann dein Job. Auch Amtsvorsteher. Ist einfach die Verschiebung von der Amtsstube. Aha. Was macht man denn eigentlich als Gemeindepräsident von St. Moritz? Was ist das Erste, was du verändern würdest? Kanalisation prüfen, okay. Schauen. Was ist denn mit der Kanalisation von St. Moritz? Weiss ich nicht. Finden wir dann raus? Zu viel Koks? Aber ich muss das sicher auch, aber nur bei uns einen Monat. Aber das hat Zürich hat das ein Problem. Ja, ist überall. Das ist ja, ob es zu viel ist, weiss, kann ich nicht beurteilen. Nein, was sind denn die Hauptprobleme von St. Moritz? Also wenn ich in St. Moritz bin, wir gehen manchmal in die Ferien in Zuot und dann gehen wir manchmal noch ein bisschen auf St. Moritz, also ein bisschen modern und so. Einfach das Verkehrschaos ist einfach ja. Das Verkehrsregime. Du fährst immer ständig irgendwo an einem hin und am Schluss parkierst du nicht bei der Post und du kannst 30 Minuten parkieren. Also die gibt es aber nicht mehr. Ist die Post nicht mehr dort? Nein, sie ist weg. Seit wann ist denn die jetzt weg? Post ist jetzt in einem trümmeligen Elektroshop zwischen Staubsauger. Die grosse Post? Ja, fertig, Ende. Wegen dir? Du? Nein, eben nicht. Nicht eben nicht. Also, das ist ja die Post von St. Moritz ist jetzt in einem trümmeligen Elektroshop. Ja, die ist jetzt bei Pomati unten rein zwischen Staubsaugersäcken und Staubsauger. Ja, so Dyson und wie sie alle. Und Velux, Milux. Und Milo. Du holst den Post zurück, oder? Ich weiss jetzt nicht, ob das das Wichtigste ist. Haben Sie mit dem Platz gemacht bei der Post, den ich immer parkiert habe? Ja, man will dort natürlich etwas machen. Dort. Parkieren kannst du noch. Von dem her braucht die Post gar nicht. Für 10.50 Franken pro halbe Stunde. Nein, jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen. Also, es gibt einfach sehr viel zu tun. Ich meine, du sagst ja, ich meine selber, das auch man hat St. Moritz hat, sage nicht, ein Problem, hat vor allem eine Herausforderung. Auf der einen Seite ist es eine 5000 Kopf Gemeinde, oder ein kleines Städtchen, wie Eglisau oder Rapperswil. Rapperswil ist viel grösser, Rapperswil ist eine Stadt. Und auf der anderen Seite hat man einen Weltbrand hinten dran, der so bekannt ist wie New York oder Tokio oder so irgendetwas. Also oft, jeder stellt sich etwas vor. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, das ist eigentlich auch, dass die Leute, die auch bei dieser Gemeinde arbeiten und so weiter, sich bewusst sind, was für ein Brand da hinten dran ist. Das ist enorm wichtig und man sollte wieder mehr ein ermöglicher Gemeinde sein, wo man die Leute, die etwas machen wollen, empfängt auf dem roten Teppich, wenn einer investieren will, wenn einer etwas machen will, einen Anlass, sei es Sport oder Kultur oder was auch immer, dass man den mit offenen Armen empfängt. Weil es hat ein riesen Potenzial, es ist einer der schönsten Orte auf der Welt, es hat eine Natur, die unglaublich ist. Man kann so viel machen und ich glaube eben, dass eine gewisse Urbanisierung von dem Städtchen unglaublich gut wird. Jetzt kommt dann der grosse Flughafen, kommt jetzt, dann wird es restauriert, wird renoviert, gibt eine Blindlandepiste und so weiter. Es ist ein unglaublicher Ort und es hat neulich ein Unternehmerfreund von mir gesagt, er ist dritte, vierte Generation Sohn von einer Hoteliersfamilie, gleich alt wie ich, er gesagt, er glaube, und das ist nicht einfach so nebenbei geschnurrt,
das Oberengadin, also das Engadin im Allgemeinen, hat die beste Zeit noch vor sich. Mhm. Das ist eine sehr hoffnungsvolle Aussage von einem knapp 40-jährigen Hotelier. Und ich glaube das eben irgendwo auch. Aber wichtig ist, dass man jetzt ein bisschen weniger verwalten, sondern gestalten. Verwaltet wird es irrsinnig. Das ist eine super Verwaltung mit über 200 Mitarbeitern. Da funktioniert sind's. Alles. Wir haben ein 80 Millionen Budget für 5'000 Leute, weil eben im Winter natürlich viel, viel mehr Leute dort aufs WC münden. Dann muss die Kanalisation plötzlich für 40'000 Leute funktionieren. Ja, die Kanalisation, okay. Aber der Normalbürger, wenn der in die Ferien geht, dann kann sich St. Moritz nicht mehr leisten. Ja, aber das ist, wann hast du das letzte Mal probiert, dort in die Ferien zu gehen? Ja, auch schon vor 2 Jahren. Der Boot über Post und dort war. Ja, schon, aber das stimmt eben. Also, dann gehe ich auf Zuoz. Ja, aber Entschuldigung, Zuoz. Jetzt muss man einfach mal kurz aufpassen. Es gibt für jedes Portemonnaie, für jedes Budget in St. Moritz Möglichkeiten zum Können sein. Es gibt auch sogar eine wunderbare Jugendherberge, wahrscheinlich eine der schönsten, die es gibt in der Schweiz. Es gibt einfache Hotels. Oder Airbnb. Es gibt Airbnb. Es gibt 3 Campingplätze. Entschuldigung, auch noch, möchte ich auch noch gesagt haben. Und das andere ist, ja, vielleicht muss man auch sagen, St. Moritz ist eine Boutique. Also ich glaube, man muss Freude haben an dem hochalpinen Spielplatz und sagen, ich will dorthin, weil man hat auch gleichzeitig eine unglaubliche Infrastruktur, man hat kulturelle Möglichkeiten, man hat ein irrsinniges Jazzfestival. Ja, 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 super Jazzfestival, ich kenne den, der das erfunden hat. Ja, eben. Und darum finde ich, das hat schon seine Berechtigung. Ja, jetzt sind wir schon fast im Wahlkampf quasi, mhm. Oder? Ja, sind wir sowieso. Ja, sind wir. Ja. Wegen 5 Stimmen hast du es nicht geschafft. Ja. Ja. Also 5 Stimmen, dann hättest du der Meer, wie heisst das Ding? Absolute Meer. Absolute Meer, genau, das ja. Ist recht. Der Sigi Aspiron ist da aus dem Baselland, ist da dein Konkurrent, der jetzt zum dritten Mal das will, übernehmen und so. Ja. Und wegen 5 Stimmen hast du es verpasst. Welche 5 Stimmen sind denn das gewesen? Ja, aber das wohnt einem dann schon, oder? Ja, das wohnt einem auf jeden Fall. Also ich meine, du hast mehr Stimmen als er, aber das absolute mehr verpasst. Also jetzt, das ist ein riesen von vorne aufrollen, mit ein bisschen Abstand. Ich bin natürlich eine halbe Stunde später ein bisschen enttäuscht gewesen, ist klar. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, hallo, es ist eine Sensation. Ja, du hast mehr Stimmen gehabt. Ich habe mehr Stimmen gehabt als die jetzige Amtsinhaber. Das gibt es eigentlich fast nicht. Das gebe ich dir. Aber es gibt ja in der Schweiz ein absolutes Mehr. Wenn man das nicht hat, dann ist man nicht gewählt. Passt da. Und was machen wir jetzt, damit wir das absolute Mehr da mal erreichen? Ja, jetzt müssen wir in den ersten 10 Tagen erstens mal die gleichen Wählerinnen und Wähler, die einen schon gewählt haben, wieder mobilisieren. Wenn nämlich die gleichen wieder kommen würden, ist die Wahl gewonnen, weil dann braucht es absolute Mehr nicht mehr im zweiten Wahlgang. Ja. Aber da natürlich die Wahlbeteiligung, die übrigens rekordartige 70% waren, sicher nicht mehr wird 70% sein, weil nämlich ganz viele Engadiner und Engadinerinnen in der Ferien sind, weg sind, vergessen, dass das überhaupt stattfindet. Ich nehme an, es wird zwischen 40 und höchstens 50% sein. Es kann natürlich sein, dass man auf die einen Seite auch Wählerstimmen verliert. Aber man muss einfach probieren, dass jetzt erst recht. Also einfach, dass die bereit sind, eine Veränderung herbeizuführen, die bereit sind, in die Zukunft zu schauen und nicht den Stillstand zementieren wollen, die müssen jetzt nochmal an die Urne gehen. Du willst das wirklich, ja? Ja, ob ich das wirklich will, das kann man erst im Nachhinein. Es ist Herzblut. Ja, ja, ich merke und das. Es ist nicht so, dass ich untergehe oder zu Tode betrübt bin oder nachher in die Klinik muss, wenn ich das nicht überkomme. Mein Leben geht absolut weiter. Ich habe ja da mein eigenes Amt und so. Und das Festival gibt es immer noch. Der Jazz, ja, das gibt es sowieso immer noch. Oder? Aber ich würde das sehr gerne machen. Ich stelle mich für das zur Verfügung. Ich habe jetzt Zeit und Lust und Kraft und glaube auch die Ideen dazu. Was passiert denn dann noch mit dem Büro da, wenn du nachher der Gemeindepräsident bist? Hast du gar keine Zeit mehr? Erstmal habe ich einen stellvertretenden Amtsvorsteherin, die jetzige Amtsvorsitzerin. Zweitens habe ich neue Leute eingestellt. Ich habe ein irrsinniges junges Team, die Hälfte davon retromanisch. Und das geht weiter. Und ich glaube, gute Ideen tun auch dieser Gemeinde gut. Was macht denn das Amt für Ideen da jetzt in dem Büro? Das Amt für Ideen produziert schweizweit und auch teilweise europaweit, teilweise weltweit Kultur- und Kunstproduktionen, vor allem im Musikbereich. Wir machen das Festival der Jazz, wir produzieren Musiktheatersachen. Wir sind wahrscheinlich das einzige unabhängige Kreativamt auf der Welt. Mhm. Und wie kommt denn ein Zürcher, wie du ja bist, auf St. Moritz? Indem ich vor über 20 Jahren mal dort als Student einen
Gesangsjob gehabt und mich in das Oberengadin verliebt habe und immer wieder dort bin und dann per Um- und Zufall dann einmal plötzlich auf die Idee gekommen bin, dass man könnte in dem, an dem Ort, in dem Oberengadin, in dem besagten Weinkeller, das war in Pontresina, ein Jazzfestival durchführen. Also ich hatte Lust auf so etwas. Dann bin ich per Zu- und Umfall an den Dracula Club angekommen. Ich habe Rolf Sachs kennengelernt und so hat sich das eine oder andere Klinker gegeben. Mhm. Es ist sehr organisch eigentlich alles gelaufen. Ich habe nichts gesucht oder uns verrecken wollen. Es ist einfach, hat das eine oder andere gegeben. Rolf Sachs, das ist der Sohn von Gunter Sachs, genau. Legendärer Sachs vom legendären Gunter Sachs. In den Dracula Club bin ich auch nie reingekommen. Wie bist du dort reingekommen? Ja, ich bin ja nie im Winter gegangen. Der Dracula Club war nur 3 Monate im Jahr offen gewesen, über 30 Jahre. Und wir sind die Ersten gewesen mit dem Festival der Jazz, wo der Dracula Club eigentlich für den Otto Normalbürger können auftun. Und das ist super und das ist eine schöne Geschichte. Und ich sage immer wieder, da geht es jetzt weder ums Portemonnaie, noch um sonst etwas, noch um eine Herkunft, sondern da geht es um völlig etwas anderes. Es geht auch um eine gewisse Lebenshaltung, um eine Lebenslust und um eine Attitude. Und da kann auch jeder kommen. Und wir haben übrigens auch bei uns am Jazz Festival haben wir sogar Caritas-Legi, die gültig ist. Also es ist da einfach so ganz nebenbei. Okay. Wir sind da, ich komme aus einfachen Verhältnissen und ich weiss, wie das ist. Und es soll niemand draussen bleiben, weil, aus irgendeinem Grund. Juli 2019. Juli 2019 geht es nächste. Ja. Hast du schon irgendeinen Namen? Nein, nichts. Auftreten? Nein, nichts. Jetzt haben wir gerade das abgeschlossen. Da. 190 Seiten. Das ist eine Bibel unterdessen. Aha, okay, ja. Okay. Aber in Planung hast du schon etwas? Ja, hast du gar keine Zeit. Gut, hast du mal. Ja, das Programm, das macht man ja ständig. Das macht man nicht am Amtstisch. Ja. Oder, das macht aber Christian, dann bändest du immer hin und her? Denn? Nein, mehr. Ich bin ja jetzt schon eigentlich, ist mein Lebensmittelpunkt im Engadin, in St. Moritz. Also ja. Das ist nicht so. Jetzt im Moment ist man am Pendeln. Es ist ja wichtig, dass man hinten rauskommt. Sonst verliert man den Überblick. Hat dort oben. Das ist ganz zentral, dass man hinten rauskommt. Aber klar, nachher ist man dann noch mehr dort oben. Aber das macht mir gar nicht aus. Ist ein schöner Ort, das ist absolut nichts Schlimmes. Aber als Gemeindepräsident, das ist ein 100%iger Job? Ja, ich glaube eher sogar 150. Ja. Da kannst du aber nicht mehr da bekommen, einfach hin und wieder mal. Vielleicht. Nein, ich habe jetzt schon 300% Job, also es wird dann ein bisschen weniger sein. Ui. Ja, du musst aufpassen. Wie ist das letzte 40 geworden? Ja. Vor einem Monat? Ja. Da hat es eine grosse Party gegeben. Mit dem Roberto Blanco habe ich gehört. Woher weißt du das? Ja, weiss. Ich bin nicht eingeladen gewesen. Gottfried, du es nochmal. Gut, okay. Ich habe dich zu meinem 40. nicht eingeladen. Das ist wahr, darum habe ich dich auch nicht eingeladen. Aber ich lade dich jetzt zu meinem 50. Das ist gut, ja, das dauert ja noch lang. Machen wir dann am Zürichsee, weißt du? Auch sehr mundane. Okay, ja, das ist sehr mundane. Ja. Was ist eigentlich mit dem Leo Wundergut passiert? Das war mal so eine Kunstfigur, die auch schon das Intro gemacht hat, auf dem Radio Zürichsee. Das ist gerade ein gutes Stichwort. Ja, was macht eigentlich der Leo Wundergut? Der Leo Wundergut ist jetzt gerade da hinten in der Badwanne, weil du erinnerst dich gerade, dass ich diesen Sonntag noch ein Konzert habe und ich das Programm noch was zusammen... Leo Wundergut? Ja, klar, logisch. Ja. Was, der Sonntag? Ja, der Sonntag, ist mir gerade im Sinn gekommen. Ich muss das Programm noch zusammenstellen. Also der Sonntag, also der Tag heute nachher, also es wäre eigentlich also letzte gestern Sonntag, genau. Gestern, ich habe gestern noch ein Konzert eigentlich, ja, also es war super gewesen. Es ist genial. Weil nächsten Sonntag ist er dann Gemeindepräsident. Genau, es wird genial gewesen sein. Ja. Also ich habe dich jetzt gerade an das Konzert erinnern, wo gestern war. Dass ich heute eigentlich das Programm noch nicht schreiben soll. Also ist gleich, kann ich nachher machen. Was kommt denn da für das Programm? Ah, wir fangen an, über Opern, mache ich leichte Operetten, nette Chansons, was mir gerade so einfällt. Wir haben ein sehr breites Repertoire. Du improvisieren dann schon? Nein, ja, wir improvisieren schon. Nur dürfen wir nicht vergessen, für die Improvisation muss ein klares Fundament da sein. Also man muss schon wissen, was man macht, oder? Wie im Radio halt. Ja, so ist es. Man kann nicht einfach improvisieren und nachher nicht wissen, was der nächste Titel muss. Wenn du dann den Fader rauf tust. Aber heute haben sie gar keinen Fader. Was ist schon ein Fader? Willst du eigentlich kein Radio mehr machen? Radio ist... Ich vermisse... Was vermisse ich? Ich vermisse 3 Sachen. Ich vermisse das Eis. Ich war früher ein Kunstisläufer. Echt? Radio machen. Ja. Und viel Klavier spielen. Das vermisse ich wirklich. Die Sachen vermisse ich. Und, nein, stopp, viertens. Chor singen. Wenn du Solist bist, bist du meistens allein. Gut, ich habe glücklicherweise ein paar Kollegen. Aber das Chor singen. Ich war früher ein Sängerknab, Zürcher Sängerknab. 10 Jahre lang. Und das war etwas vom Schönsten, was ich je gemacht habe. Dann ist der Stimmbruch gekommen.
Hast du es irgendwo vor? Aber Chor singen ist echt etwas Tolles. Meine Mutter hat immer, dass ich zu den Wiener Sängerknaben gehe. Ja, aber das kannst du ja nicht, wenn du Zürichsee aufwachst. Das ist ja klar, aber du hast es geschafft. Ja, aber ich bin ja bei... Nein, aber ich... Nein, ist Zürich. Gut. Das ist gut. Zürich, ja, aber deine Mutter hat... Hätte nur so ein bisschen in der Nähe schauen. Ja, aber das, nein, das ist schon viel erreicht. Ich meine, das, da wird ja... Gibt es echt die Sängerknaben? Ja, natürlich gibt es die noch. Die gibt es seit 1960. Okay, okay. Ja, ist okay. Aber ich meine, da wird der Kassel wahrscheinlich, oder? Ja, ein bisschen Musikalität gehört dazu. Ja, wäre schon gut. Also aber das ist etwas aber dann kann man anfangen. Und dann kann man singen. Das tut gut. Das ist eine der allerwichtigsten Stationen im Leben gewesen. Das hat mir ein gratis Rucksäckchen auf den Weg mitgegeben, das phänomenal ist. Hat eigentlich... Das Engadin nicht wieder ein eigenes Radio verdient. Das Engadin hat eigentlich ein eigenes. Hat mal Radio Engadin abgegeben. Ja, hat es mal gegeben. Aber die Problematik ist, dass im Engadin irgendwie 17.000 Menschen leben. Und davon wollen ja noch ein paar Romanisch reden. Also musst du das schon mal teilen. Es hat sehr wenig Menschen dort. Für das gibt es RTR, einen hervorragenden Sender. Ja, ja. Übrigens Partner vom Festival der Jazz. Wo SRF, SRF ist. Wo SRF ist und bescheidene 25 Millionen dort reinbuttert im Jahr. Aber ist das Festival? Nein, leider nicht. Aber sehr im Sender. Und dann haben wir noch Radio Südostschweiz, aber der kommt aus Chur. Sie haben, glaube ich, noch ein Studio irgendwo. Ja, ja. So ein Mantelprogramm machen sie dort. Ja. Das ist ja heute spielt ja kein Rugel mehr, wo das Radio genau, ist. Das ist ja so. Man könnte aus Singapur senden oder aus Menedorf oder aus St. Gallen. Das ist völlig genau. Wurscht. Und die Leute wollen das nicht. Die Leute wollen einfach gute Musik. Ja, genau. Die Leute wollen vor allem kein blödes Gespräch hören, wahrscheinlich. Das stimmt. Du meinst jetzt gerade, oder was? Ja, ich weiss auch nicht, ja. So ist es blöd. Ja, ich sage nur, die Leute je nachdem, was sie wollen. Wobei, das ist vielleicht unterhaltend. Irgendeiner findet das sicher gut. Weiß ich auch nicht. Aber Leo Wundergut. Ja. Wie bist du auf das denn gekommen? Ich habe nicht gedacht, der Leo Wundergut, der ist selber so. Und da bin ich total enttäuscht gewesen, als ich dann erfahren habe, dass der Christian J. Jemen ja, dahinter steht. Ja, das ist halt schade. Das ist halt, ich hätte es auch besser gefunden, wenn das, wenn wir es können da dabei so lassen, dass das wie eine eigene. Aber der Leo Wundergut ist eine eigene Figur. Er hat ein eigenes Leben, denkt eigen. Hat einen eigenen Charakter und das ist auch gut so. Und den lassen wir auch so, wie er ist. Okay, dann der kommentiert dann auch irgendwann mal Gemeindepräsidentenwahlen. Wo war das Konzert gestern? Das Konzert gestern war in Uetiken am See, in einer alten 60er-Jahr-Villa, also wo so Konzerthallen hat. Es muss passen. Genau. Was du auch mal bekommen hast, du hast vom Erich Honecker, vom Staatschef, eine Ehrenmedaille bekommen. Das ist richtig, ja. Wie bist du denn zu dem? Für meine Kunstauszeichnungen. DDR-Medaille. Das war noch zu DDR-Zeiten. Ja. Das ist ja lang her. Für was hast du das bekommen? Für besondere Künste in der Künste. Ich weiß gar nicht mehr. Was habe ich geschrieben, für was das ist? Ich habe keine Ahnung. Du weißt es gar nicht. Hast du sie noch irgendwo? Irgendwo oder? Hängt sie, ja. Aber es ist um besondere. Es ist um Musik gegangen. Das ist sehr lang her. Ja. Das ist noch cool, oder? Ja, das hat Spass gemacht. Ja. Ja. Das war ein guter. Gewesen. Hat er die persönlich gegeben? Ja, der mit dem Milke, glaube ich. Das ist so richtig so. Ja. Da schudert es ihm gerade ein bisschen. Ja, natürlich, ja. Okay. Also sind eher eigentlich Comedy-Figuren aus heutiger Sicht. Und jetzt haben wir ja die wieder, also die gibt es ja alle wieder, die Typen. Super Sache. Okay, gut. Gehen wir also wählen am nächsten Sonntag. Also ich kann nicht wählen, nein, aber was kann ich machen, damit du gewinnst? Ich darf nicht politisch, also ich muss neutral bleiben, aber ich kenne dich auch schon seit dem Kurzschluss der Jugendsendung. Ich muss einfach sagen, gehen wählen. Ja, gehen wählen, das ist das Allerwichtigste. Vor allem, dass junge Leute, und ich glaube, das haben wir erreicht in den letzten 6 Wochen, dass junge Leute einfach bewusst sind, dass mit 18 als mündige Bürgerin oder Bürger, wenn sie das komische, graue Gouvern bekommen, dass sie können mitbestimmen können, was da läuft, bei ihnen zu Hause. Egal ob auf kommunaler, kantonaler oder auf eidgenössischer Ebene. Und dass man das Recht, das eines der wunderbarsten Rechte ist, was es auf Erden gibt, wirklich nutzt. Weißt du, wie muss man das machen? Ich weiß schon, wie. Ich ja. auch. Ja. Ich habe ja eine Tochter. Ja. Und zwar muss man das folgendermaßen machen. Man muss immer am Sonntag, wenn Abstimmung ist, ja. nimmt man einen Hut, ja. das Abstimmungskuvert und läuft mit der Tochter ja. zu der Urne, ja. also zur Abstimmungsurne ja. und rührt das dort rein. Ja. Weil, wenn ich das daheim mache, ja. im Internet ja. oder sonst irgendwie, ich schicke den Brief ab, ja, im dann Internet checkt, kann dann checkt das die Generation nicht, dann hat der Papa einfach irgendwie etwas Komisches gemacht. Ja, in einen Briefkasten einen Brief ja. hineingerührt. Das muss man machen und man muss mit Hut an die Abstimmungsurne gehen.
gut, das finde ich sehr, sehr einen interessanten Beitrag. Überlegen wir das. Gehen wir mit meiner Tochter auch mit Hut dann. Hast du eine Tochter? Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Wie alt? 4 und 6. Mach doch das. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und das muss man schon früher machen. Ja, das ist völlig echt. Wobei ich glaube, eben früher oder später kommt dann das elektronische Stimmabgabe. Wobei das eine sehr heikle Geschichte ist, muss man sagen. Ja, aber das mit den Abstimmungsurnen wird ja nicht sterben. Jetzt gibt es eine Abstimmungsurne in Sachen. Da gibt es sogar zwei. Das hast du noch nie gemacht, gell? Mit ja. Hut? Nein, Hut nicht. Aber was ich sehr eine interessante Diskussion finde, ist, dass die Urne können sterben. Normalerweise ist ja der Verstorbene in der Urne. Darum ist es dann interessant, wenn man eine Urne für die Urne braucht. Die Urne stirbt. In Urne. Urne bei Uri. Ja, ich komme immer vor, als würde ich an eine Prüfung gehen, wenn ich vor dieser Urne stehe. Ja, ich weiß. Wir schauen auf die Urne, wir müssen aufhören. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir da plaudern können. Ja, ich glaube, wir haben alles schon gesagt. Ist genial. Ja, so viel gibt es ja gar nicht zu sagen, außer dass sie wirklich an die Urne gehen und dass man das wunderbare St. Moritz anpacken und verändern. Dass wir zukunftsfähig sind und dass etwas Lässiges geht. Hast du eigentlich auch finden? Es hält sich schwer in Grenzen, das ist interessant. Gibt es heute, die, klar, man kann es auch umkehren und sagen, die Hälfte der Leute wollen das nicht, dass ihr den fremden Vögel aus Zürich ja, aber merkst du das? Macht. Ja, also jetzt beim zweiten Wahlgang merke ich schon, dass es Leute gibt und Organisationen, die sich auch Parteien nennen, die plötzlich so wie im Wind so irgendetwas machen, was gerade irgendjemand sagt oder findet. Oder wo halt auf jedes Wort auf Goldwaage gelegt wird. Nochmal, ich bin kein Politiker, ich bin Macher, ich bin Unternehmer, ich bin mal Künstler. Und ich habe eine eigene Meinung und ich bin vor allem kein Parteisoldat. Ich schaue die Sachen an, ich tue sie beurteilen, ich tue Gegenmeinungen anhören und dann kann ich entscheiden und das relativ schnell. Und ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und da merkt man, klar, jetzt ein paar finden, aber das hält sich in Grenzen. Man ist doch sehr, in der Schweiz glaube ich, sehr anständig zueinander. Das ist auch gut. Nein, das mit dem Finden hält sich in Grenzen. Ja, ja. Weil, so, als ich versucht habe, das Intro überzufahren, habe ich das Gefühl gehabt, du hast du das Gefühl, dass ich irgendetwas gegen dich habe? Nein, überhaupt doch, nicht. Doch, dann dachte ich, er ist vorsichtig. Nein, ist überhaupt nicht. Immer alle vorsichtig. Nein, überhaupt nicht. Ah, der geht rein und kommt, du musst aufpassen. Nein, bin ich schon Mikrofon? Im Gegenteil, ich habe mich sogar sehr gefreut darüber. Wir haben einfach schlichtweg den Termin nicht gefunden. Darum bin ich extrem froh, dass wir das jetzt heute machen können. Aha, okay. Aber du bist vorsichtig, Sachen so Korrespondenz und so? Nein. Echt? Nein, weil was will man jetzt da? Also wenn einer der guselt, dann guselt er sowieso und dann bringt er wieder irgendwelche alte, blöde Geschichten, die so derart zum Gähnen sind. Es gibt im Moment nicht allzu viel erzählen. Gibt es denn schlimme Geschichten über dich? Ja, gefunden. Leider eben nicht. Das ist ein bisschen langweilig. Ich habe gar nicht gefunden. Nein, wir finden auch nicht so fürchterlich viel. Aber es gibt etwas. Zum Beispiel. Ich weiß auch nicht. Sag mir es jetzt noch, wenn du es jetzt sagst, ist es aus. Es wäre deine Aufgabe, das herauszufinden. Machen wir nochmal eine Sendung darüber. Ich bin nicht ein Recherche-Journalist im Prinzip. Ich könnte schon noch, aber ich muss es jetzt nicht machen. Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Nein. Aber ich habe ein bisschen Angst um dich. Wieso? Nicht wegen der Zeit. Ja. Sondern wir sind gerade fertig. Es ist gerade fertig. Ja, ist klar. Er schaut immer auf die Uhr ständig. Es ist schon wieder im nächsten Intro, was weiß ich wo. Ich habe ein bisschen Angst und ich habe das Gefühl, du hast nachher gar keine Zeit mehr für all das, was du da machst. Obwohl, ja ich weiß, Stellvertreter und so, aber wenn du sagst, ein 150%iger Job, dann bist du nachher der Gemeindepräsident, sorgst dich um die Kanalisation, vielleicht noch ein bisschen Festival der Jazz, wo irgendeiner gefunden hat, den ich kenne. Da habe ich ein bisschen Schiss um dich. Das ist sehr lieb. Das ist eben genau das, um zu sagen, die Finden finden eigentlich, ich soll es unbedingt machen. Die ganz Nähe sagen, willst du dir das wirklich antun? Das ist etwas, was ich nicht gut beantworten kann. Ich war noch nie Gemeindepräsident und wenn man es nicht probiert, dann findet man es nie raus. Und wir können dann in 4 Jahren wieder darüber reden oder in 2 Jahren, ob mir das gefällt oder nicht. Aber ich kann mich relativ gut, ich bin gut ins kalte Wasser in ein Gumpen. Und mich interessieren Sachen, die ich noch nicht weiss. Und ich kann relativ schnell mich einschaffen, etwas einlesen, einfühlen. Und wenn es dann gar nicht geht, kann man dann nach 4 oder 8 Jahren im Notfall, wird man sowieso abgewählt.
Ich glaube schon, dass du das kannst. Oder? Ich glaube schon, dass du das kannst. Ob ich dann glücklich werde damit? Ja, das finden wir raus. Ja. Ich hoffe es. Machst du das so wie der Trump, dass einfach die ganze Regierung nachher umkrempelt wird? Also alle Angestellten und so, die Sekretärin weg, nein. Die Empfang ist weg, der Gemeindeschreiber ist weg. Nein, ich bin jemand, der sehr gerne mit altem Wissen arbeitet. Ich habe immer auch ältere Freunde gehabt, ältere Mentoren, Mentorinnen. Und es ist ganz wichtig, dass man Leute dabei hat, die wissen, wie der Karren läuft, oder? Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass man ein Refreshment-Ding drin hat und dass einfach ein paar neue Köpfe dabei sind, die mit anderen Ideen vielleicht an die Sachen arbeiten. Eben, da kommen dann schon neue Köpfe. Hast du schon irgendwelche Leute, schon welche Jobs schon versprochen? Nein, überhaupt nicht. Brauchen Sie einen für Social Media? Ich weiß nicht. Ich kenne einen, super. Ich bin erst bei der Kanalisation jetzt. Aha, Kanal-TV könnte ich auch. Kanal-TV, ja, das ist auch ganz genial. Ja, ja, das müssen wir dann schauen. Aber das ist jetzt das Zweite, ich bin da sehr pragmatisch. Eins nach dem anderen. Nein. Also das geht nicht. Du hast ja sicher schon ein paar Sachen im Kopf. Ja, aber das heisst nicht Leute entlassen oder weiss auch nicht, geht es eigentlich noch? Nein, das habe ich eigentlich gesagt. Vielleicht austauschen. Ja, muss ich zuerst mal einen Überblick, beschaffen. Die Wahl ist ja noch, ich wollte dich da nicht, dass da nicht da auf irgendetwas rauslaufen. St. Moritz hat eine hervorragende Verwaltung, die funktioniert. Ja, die funktioniert. Und das muss man mal anschauen, wie das ist. Und dann wichtig ist, dass man einfach auf die einen Seite mit frischen, neuen Ideen hineingeht, aber dass man so alte Wissen, die den Betrieb kennen, die sollen das unbedingt weitermachen und die können einem dann helfen. Und man muss einfach, wichtig ist, dass alle am gleichen Strick ziehen. Und das machen sie zurzeit nicht so gut, finde ich. Okay. Wie geht es in St. Moritz noch ganz schnell so? Lädeli sterben? Ja, der Burnies, dort gibt es nicht mehr. Dort habe ich mal einen Anzug gekauft für 22 Stunden. Dann haben sie gerade zugemacht. Ja, das war ja ein bisschen günstig gewesen, wahrscheinlich. Darum haben sie zugemacht. Der Boden, den gibt es noch. Der Burnies ist aber auch gestorben. Der Herr Lehrer ist gestorben. Darum hat er zugemacht? Ja, ich weiss nicht, wie das genau ist. Okay. Aber das sind natürlich Herausforderungen, man muss angehen, dass die so schließen. Auch die Fußgängerzone wieder lebt, das sind alles Sachen, die extrem wichtig ja, sind. Ja, Konditorei Hanselmann wird sicher noch weitergehen. Die wird es noch weitergehen, ja, glaube ich. Bündner Lusttorte kommt eh dort vorbei. Genau. Ja, nein, also das ist völlig klar. Das ist klar. Ja. Aber eben, sonst ist eigentlich St. Moritz außendran gar nicht schön. Die Häuser werden die abgerissen. Welche genau jetzt? Ja, weißt du, wenn du so ein bisschen reinfährst und so, also außendran ist nicht schön. Ja, aber die Häuser abgerissen werden, kann ich ja nicht entscheiden. Das ist ja meistens privat. Meinst du, bis dann? Ja, ich bin ja nicht Diktator. Ja, aber die Mehrfamilienhäuser da, die... Du meinst die Hochhäuser im St. Moritz Bad, wo liebevoll in den 60er und 70er Jahren aufgezogen worden sind, zu Zeiten, wie der Herr Honecker gewütet hat, oder? Ja, das ist halt so. Ja, das war damals die Architektur, das war modern, das hat man wollen. Aber die gehören jemandem, man kann ja nicht die enteignen. Du bist der Gemeindepräsident danach, du kannst alles. Ja, das weiss ich nicht. Ja. Sollte er nicht. Oder einen eigenen Parkplatz in St. Moritz. Da können wir darüber verhandeln. Bei der ehemaligen Post. Sehr teuer. Okay, gut. Also, alles Gute, Christian J. Jenny. Danke vielmals. Sehr lieb. Wir bleiben dabei, wir drücken ganz fest den Daumen und wir freuen uns. Gut. Wann wäre der Amtsantritt, wenn es denn so weit wäre? Am 3. Januar 2019. Cool, da hast du noch ein bisschen Zeit. Gut. Dankeschön. Danke vielmals. Schönen Abend. Tag, was auch immer. Was? Ja, schönen Tag, schönen Mittag, schönen Morgen. Gruß. Ein Gruß. Sollen wir noch Fotos machen? Gut.